Jo Jungs, nachdem mein Motorrad kaputt ist, die schönste Wetterwoche in Berlin seit Anfang des Jahres war und mein Projekt der Motorvlogs, wo ich seit Monaten mit Herzblut dran arbeite, sich dadurch wesentlich weiter verzögert, begrüße ich euch trotzdem zu einem neuen Minecraft-Video. Wir haben jetzt in den letzten Videos die Goldfarm beendet und ich werde jetzt zwischen den Amberpillis-Session, das riesige Amberpillis-Projekt, wofür wir seit Monaten Vorbereitungen treffen, einen kleinen Cut machen. Denn heute geht es los mit einem kleinen Zwischenprojekt. Was das ist, was wir bauen werden, was das schon wieder für eine verrückte Scheiße ist, das seht ihr jetzt gleich. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Schaut gerne auf Social Media vorbei und let's go rein ins Video. Was geht, was geht? Ich glaube, das ist ein Start von einem neuen Video und von einem neuen dicken Projekt. Ich weiß nicht, ob wir dafür 1, 2, 5, 10, 15 Folgen brauchen, aber das wird fucking wild alles. Wir stehen jetzt hier gerade noch an der Goldfarm vom letzten Video vom Projekt her, denn ich habe ein wildes neues Projekt geplant. Also was heißt geplant? Eigentlich haben die Twitch-Chat-Zuschauer das Projekt eher geplant und ich werde es umsetzen, denn in meinem Twitch-Chat gibt es seit, ja, sehr, sehr geraumer Zeit eine Chat-Belohnung. Diese Chat-Belohnung ist die große Statue, beziehungsweise haben wir da drei Etappen. Einmal die kleine Statue, einmal die mittlere, einmal die große. Die kleine Statue sind 32 Blöcke, die mittlere sind 64 und die große Statue wird 90 Blöcke hoch. Was ich jetzt mache, kann man sich überlegen. Denn wir haben zwei Leute im Twitch-Chat. Ich weiß nicht, wie die das hinbekommen haben, Digga. Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Aber wir haben zwei Leute im Twitch-Chat, die haben es geschafft, die große Statue einzulösen. Bedeutet, ich muss zwei Skins bauen, die 90 Blöcke hoch sind. Zwei Skins bauen in Survival, Minecraft, die im Relation-Stil gebaut werden. Was ein unfassbar großes Projekt ist, denn ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie viel 90 Blöcke sind, aber ich kann es euch mal zeigen. Denn 90 Blöcke sind nicht wenig. Ihr seht im Hintergrund schon einen Pfosten, der nach oben geht und irgendwie hört er da oben nicht auf. 90 Blöcke sind nämlich so. Das werden die Statuen. Das werden Minecraft-Skins von der Größe und der Breite her. Ich habe, glaube ich, die Chat-Belohnung in meinem Chat viel zu niedrig gemacht. Ich kann euch mal ganz kurz die Skins zeigen, die wir bauen werden von den zwei Chattern, die das eingelöst haben. Wir haben hier einmal den Spaßig und einmal... Oh! Digga, das bin ja ich! Nein, das bin nicht ich. Wir haben einmal Ich bin's ich und er hat die Statue eingelöst, einer der Chatter, und hat gesagt, yo, bau einfach dein Skin. Ich weiß auch nicht warum. Das sind die zwei Skins. Das sind, ja, irgendwo die wunderschönen Skins, die wir bauen werden. Ja, wäre nicht ich, hätte ich nicht schon etwas vorbereitet für euch, denn ich habe den Relation-Stil mit einfließen lassen. Ich habe die Skins schon vorgebaut und das ist draus geworden. Das werden die Skins. Das sind die Skins, die wir in Survival Minecraft bauen werden. Ich muss sagen, ich habe aus diesem etwas wunderschönen Skin etwas doch sehr Cooles hinbekommen, würde ich behaupten. Also no joke, damit bin ich sehr zufrieden und mein Skin ist eh wunderschön, Digga. Ich sehe aus wie ein Sith Lord aus Star Wars. Also ich sehe einfach wirklich aus wie ein Sith Lord. Und nicht zu vergessen, das wären jetzt die Statuen in klein. Wir haben aber Statuen in groß. Einer dieser Blöcke, die ihr hier seht, einer dieser Blöcke, bedeutet der Block beispielsweise, wird in der Originalstatue dann nicht ein Block sein, sondern dieser Block wird insgesamt 9 Blöcke umfassen. 3 mal 3. So groß wird ein Block. Heißt, aus allen Blöcken wird am Ende eine 3x3 Konstellation, um diese Skins auf diese Größe zu bringen. Das ist viel zu viel. Ich habe mir da schon wieder viel zu viel vorgenommen. Und ihr seht auch schon eine bestimmte Sache, oder Leute, die Minecraft spielen, euch wird es aufgefallen sein. Wir haben hier schwarzen Beton, wir haben hier grauen Beton, wir haben hier grauen Trockenbeton, wir haben ebenfalls auch roten Beton, wir haben weißen Beton, wir haben jede Menge Beton. Daraus dissoziiert, dass ich eine Betonfarm bauen muss. Um eine Statue zu bauen, die 90 Blöcke hoch sein wird, mit einer unfassbaren Breite und mit so viel Beton, Digga, da kann ich nicht alles per Hand farmen. Das wäre wirklich die reinste Hölle. Bedeutet, wir müssen als allererstes erstmal als First Step, bevor wir die Statue überhaupt anfangen können, einen Betonmaker bauen und danach muss leider auch Kies
leider auch Farbstoff, leider auch Sand gefarmt werden, denn dieses Projekt, das wird schon wieder, also, das wird schon wieder dicke in die Geschichte eingehen. No joke, was das schon wieder wird. Diesen Betonmaker werden wir nicht an irgendeinem Ort bauen, sondern hier in unserer Farming Area, die noch nicht mal annähernd fertig ist, Digga. Das ist eigentlich ein Bauprojekt, was jetzt nach dem Ember Palace angesetzt worden ist. Hier steht auch noch eine Baumfarm und eine Bienenfarm und eine Slimefarm und alles. Das ist ja alles uralter Kram, der hier ist. Aber hier wird auch definitiv dann der Betonmaker reinkommen, übergangsweise. Natürlich wird er dann irgendwann auch abgerissen, aber ja, bis dahin wird noch eine ganze Zeit vergehen. Der Ember Palace braucht ebenfalls jede Menge Beton. Nicht wenig, sondern jede Menge. Und der Betonmaker wird ebenfalls im Prinzip als externes Projekt laufen, damit wir den Ember Palace am Ende so bauen können, wie ich es vorhab. Damit der Ember Palace am Ende so umsetzbar ist, wie ich es vorhab. Deswegen lohnt sich der Betonmaker vom Bauaufwand eventuell doch schon echt, echt krass. Also echt wirklich krass. Ich habe auch noch gar keinen Platz für die 90 Block hohen Statuen. Das ist auch wirklich super. Aber das finden wir ja dann am Ende. Ich würde sagen, zuallererst werden wir jetzt hier erstmal, bevor irgendein Projekt, ob Statuen oder sonst was anfängt, werden wir hier zuallererst wirklich erstmal den Betonmaker hinzimmern und hoffen, dass der Redstone technisch funktioniert, weil Redstone ist ja nicht so meine Leidenschaft. Ich bete dafür. Viel Spaß in der Timelapse. So Jungs, die Timelapse ist vorbei und wir haben tatsächlich innerhalb von einer Timelapse diesen wunderschönen, ja, Betonmaker fertig gebaut. Ihr seht schon, vielleicht wundert es euch auch, was in der Timelapse nicht zu sehen war, war das da. Nämlich das Beton. Die Maschine an sich funktioniert und wir haben es jetzt im Livestream gerade getestet. Ja, sie hatte zwar mehrere Anlaufschwierigkeiten, um es so zu sagen, aber an sich funktioniert das Ganze. Es ist auch relativ easy. Wundert euch nicht über diese Standlexiker. Das ist einfach, weil die Welt hier rumbackt. Keine Ahnung. Und zwar wird hier halt der Trockenbeton zu Beton gemacht durch das Wasser. Geht dann weiter. Hier wird ein Signal rausgegeben. Das Signal wird weitergegeben an diesen TNT-Dripper. Der droppt ein TNT, sobald es da unten ist. Und dann wird da unten im Prinzip das Ding weggesprengt und zu Beton gemacht. Ich kann das hier auch einmal kurz vorführen. Ihr seht das jetzt einmal aus mehreren Perspektiven, damit ihr genau seht, was passiert so. Ich setze es jetzt hier alles und irgendwann erkennt halt der TNT-Typer, okay, jetzt muss ich auslösen. Dann löst er aus, sprengt ein Teil weg. Das wird direkt via Trichtern in unser dickes, dickes Lagersystem gebracht, was ich euch gleich nochmal zeige. Und mehr ist es eigentlich nicht. Also for real, mehr ist es eigentlich nicht. Hier kann ich jetzt Stunden, Stunden über Stunden AFK stehen. Also for real, so, so unfassbar lange mit jeder Menge Trockenbeton. Trockenbeton ist eigentlich auch ein sehr schlagfertiges Wort, denn darüber müssen wir uns nochmal sehr, sehr stark jetzt unterhalten. Erstmal hier ist übrigens das Lager. Aber über das Thema Beton, wie gesagt, müssen wir uns unterhalten, denn da gibt es jetzt einen wichtigen Entschluss von mir, den ich eigentlich, wo ich eigentlich früher immer Nein zugesagt habe, wo ich eigentlich generell jetzt auch mit meinem Gewissen sehr, sehr stark rangle, ob ich das machen soll, ob ich das nicht machen soll, ob das der richtige Weg ist oder nicht. Ihr habt wahrscheinlich schon davon gehört, es gibt Sand, Kies-Duper, es gibt auch Trockenbeton-Duper, die funktionieren genauso wie Sand und Kies-Duper, aber die werde ich nicht verwenden. Ich werde nur Sand und Kies-Duper verwenden. Ich habe zwar immer gesagt, yo, Sand und Kies-Dupen, das sind essentielle Baumaterialien für Minecraft, die brauchst du so oft und die zu dupen wäre genau deswegen ein sau, sau dummes Ding so, weil, Bruder, das ist wie als würdest du Beacons-Dupen gefühlt so, weil es halt ein gängiges Baumaterial ist so. Aber ich habe mich jetzt doch irgendwo umentschieden. Einerseits für die Zuschauer, für euch ist es halt einfach wesentlich nicer, wenn wir irgendwas bauen, wenn wir vorankommen mit dem Projekt, anstatt wenn ich, sagen wir, eine Folge lang, wenn ich zwei Folgen lang, wenn ich 50 Stunden im Stream Sand und Kies farmen würde. Das wäre halt einfach für euch das Wackeste, was man sich vorstellen kann und einfach ununterhaltsam as fuck. So viele Farmen, die wir haben, funktionieren über Minecraft-Bugs. Beispielsweise dieser TNT-Duper da oben funktioniert über einen Minecraft-Bug. Die TNT-Duper an jeglichen Baumfarmen funktionieren über einen Minecraft-Bug. Die Wither-Skeletten-Farm funktioniert via einen Minecraft-Bug. Ich denke, das ist einfach mittlerweile ein gängiges Mittel und ich will keinesfalls alles dupen. Ich will nicht mir alles dupen. Das ist für mich jetzt schon eine riesige Überwindung, diesen Sand und dieses Kies zu dupen. Irgendwo, Digga, kann man, wenn eine Ember-Pille steht, sagen, yo, Digga, hast du eh nur, weil du hast Sand und Kies gedupt. Ne, stimmt daran nicht und jeder weiß, dass es einfach dumm ist, sowas zu sagen, aber es ist halt so, dass das ein Argument wäre, was man bringen könnte, weil, Bruder, du hast halt gedupt. Ist halt leider so, ich bin ja wirklich selber ganz krank mit meinem Gewissen, aber für mich geht es größtenteils einfach um das Entertainment. Für mich geht es darum, dass ihr unterhalten seid, dass ihr vor dem Screen sitzt und seht, yo, der macht Poses, yo, da passiert was und halt nicht monotones Farming durchgehend seht. Das wäre einfach nicht der Jam, den ich fahren will und deswegen werde ich dupen. Klingt ein bisschen hart, hätte man wahrscheinlich nicht erwartet. Den Trockenbeton an sich werden wir nicht dupen. Den werden wir trotzdem, also den Farbstoff auch nicht, den werden wir trotzdem vorher zusammenfarmen. Irgendwie ist es falsch, was du machst, wenn du das dupst.
Aber ich denke, für Streams etc. ist es einfach wesentlich besser. Im Prinzip wird hier einfach nur was aufgebaut. Die Portalrahmen gehen im Prinzip ab. Die werden weggemacht. Dann kommt hier so eine Maschine hin. Die schießt es da durch. Dann geht das ins End. Und im End wird das via Trichtern aufgefangen, in Kisten gepackt. Und dann haben wir da halt unseren Sand, unseren Kies. Der wird umgecraftet mit Farbstoffen zu... Was brauchen wir alles? Rotbeton, Graubeton, Hellbeton, Weißbeton. Alles, was wir in Zukunft auch brauchen. Also wir werden ja davon... Allein wenn ich die moderne Stadt errichte, werde ich halt so viel Beton brauchen, dass es unmenschliche Maße annimmt. Und was noch ganz wichtig ist, Kies werden wir nicht durchgehend dupen. Kies wird nur ein Teil-Dupe jetzt sein für die Statuen. Kies bekommen wir am Ende legitim durch die Pegel- und Trade-Station, die wir ja noch bauen werden. Kies ist jetzt nur anfangs für die Statuen, danach nicht mehr. Danach wird lediglich weiterhin Sand gedupt. Ja. Den Schritt werden wir wagen. Ich weiß noch nicht, ob es die richtige Entscheidung ist. Ich weiß noch nicht, ob es gut oder schlecht ist. Das werde ich erst mit der Zeit erfahren. Ich würde sagen, wir bauen jetzt die Duper. Viel Spaß dabei in der Timelapse. Die Duper stehen und unsatisfying moment. Das hier, nee, das ändern wir jetzt sofort. Das geht nicht, Digga. Oh, Wasser. Ich habe keinen Obsidian-Block, ich brauche einen. Oh nein. Holy shit, wie krass war das denn? Das war ja unfassbar nice. Ja, dann ist es nämlich 3x3. Und das ist nicht mal so unsatisfying. Ja, wir haben das erste Mal eine unfassbar niederträchtig hässliche Farm gebaut. Also for real, der ist ja wirklich einfach todes hässlich, unsymmetrisch. Sieht einfach überhaupt nicht schön aus. Das Wichtigste ist, die Duper funktionieren. Wir haben einmal die Endportal-Frames hier weggebackt, was übrigens sehr cool aussieht, finde ich. Also no joke. Und später kann man damit, denke ich, sehr viel anfangen. Auf jeden Fall gibt es hier einen Chunkloader. Der Chunkloader macht eigentlich nichts, außer die 1.16.5 Funktion zu nutzen und einmal Items von hier aus dadurch das Nether-Portal zu schießen. Im Nether wird es dann im Prinzip, ja, wie soll ich sagen, eingesammelt via diesen Minecarts. Dann geht es zurück in die Trichter, geht dann wieder hier rein, wird nach oben geschossen und so geht das die ganze Zeit hin und her, hin und her. So ist das Ganze aufgebaut. Ich weiß gar nicht, warum wir ihn jetzt nicht hören. Warte, wir legen einfach wieder eins rein. Nein, das ist so ein Vorführeffekt. Es geht nicht. So, jetzt. Jetzt. Jetzt geht das Item in die andere Welt und kommt wieder zurück. Zack. Und so geht es jetzt die ganze Zeit. Jetzt geht es wieder in die andere Welt, kommt wieder zurück. Bam. Und so funktioniert der Chunkloader im Prinzip, weil in 1.16.5 ist es, Punkt 2, in 1.16, Seite 1.16 glaube ich, ist es möglich, dass die andere Seite des Nether-Portals geladen wird, sobald halt Items durchgeschossen werden. Das habe ich auch schon genutzt bei der Goldfarm tatsächlich. Ja, Nacht. Schlaf gut. Auf jeden Fall fungiert dieses System hier. Wir sind mittlerweile richtig deep in den Minecraft-Physics drin, in den Minecraft-Mechanics. Weil wenn wir hier jetzt einmal den Duper anzeigen, zeige ich euch ein sehr, sehr lustiges, ja, Bild, was man halt nur bekommt, wenn man dupe, was eigentlich uncool ist. Aber ich habe euch da ja schon einiges erklärt. Hier werden jetzt die ganzen, ja, Duper im Prinzip aktiviert. Und das Kies wird in die Endwelt geschossen. Richtig geschossen. Aber das Kies, was hier ist, bleibt. Jedoch erkennt das Nether- oder Endportal im Prinzip das Kies als fliegend und somit geht das gedupte Kies in die Endwelt. Ne? So funktioniert der Duper, so geht das alles via einem Knopfdruck aktivierbar und aussetzbar im Prinzip. Und wenn wir jetzt hier einmal reingehen, werdet ihr sehen, dadurch, dass die Chunks geladen sind auf der anderen Seite, ja, schießen wir Kies hin und her. Was sehr wild aussieht. No joke, so ein Bild hätte ich wirklich nie gedacht, dass wir das hier irgendwie mal sehen. Ja, es sieht ja wirklich einfach krank aus. Es sieht ja einfach krank aus, Alter. Holy shit, Mann. Und das hier nutzen wir uns jetzt in der Endwelt, oder nutzen wir generell jetzt in der Endwelt, weil wir gerade schon gesehen haben, wenn jetzt beispielsweise hier ein Block ist, das wird dann hier gedroppt direkt. Heißt, man kann es aufsammeln via Trichtern. Ich habe auch schon jede Menge in meinem Inventar, Digga. Das ist unfassbar, wie viel hierbei zusammenkommt. Das sind übrigens pro Schuss 3 Keys. Bedeutet, aus in jede Richtung fliegen 3 Keys pro Schuss. Heißt 3, 3, 3, 3. Pro Schuss machen wir 12 Keys plus. Der Duper ist unfassbar OP. Es ist eigentlich fast uncool, so OP ist der. Aber das machen wir uns auf jeden Fall zunutze. Und wenn hier jetzt Trichter setzen, einmal in die Richtung, einmal in die Richtung, einmal in die Richtung und in die Richtung, die das Ganze dann auffangen. Dann kann ich mich nämlich einfach hier AFK stellen. Leider nicht in der Nähe der Baumfarm und der Eisenfarm, aber ich kann mich hier AFK stellen und somit wird im Prinzip das Kies gedupt in der Welt, wo die Chunks geladen werden, auch im Singleplayer, und hier wird es dann direkt aufgefangen, so in Kisten gebracht, und aus den Kisten kann ich es mir dann einfach rausnehmen. Es ist ultra wild. Es geht voran.
Ja, aber viel Spaß euch in der Timelapse. Let's go. Rein da. Es ist vollbracht. Es ist die erste Farm oder einer der wenigen Farmen, die First Try funktionieren. Es funktioniert. Ihr seht es. Es ist hier am Machen. Der Chunklord auf der anderen Seite lädt im Prinzip die Chunks und lädt auch, dass die Sand- und Keystüber funktionieren. Und ich stehe hier, lade hier die Chunks. Also kommt da, wie aus dem Nichts geschossen, was sehr satisfying übrigens ist, einfach Sand und Kies raus. Guckt euch das an, wie das aussieht. Das ist einfach, Digga, das ist einfach so wild. Ich kann es gar nicht belieben. Sowas kannst du nur halt machen, wenn du dupst. Es ist halt irgendwo ein bisschen illegal, aber naja. Bringt uns natürlich dafür auch jede Menge und ich zeige euch auch gleich mal was, weil was diese Farm bringt, das ist unglaublich, finde ich. Also es ist wirklich unfassbar heftig für den Bau und Zeitaufwand, den wir uns machen mussten. Ich glaube jetzt 4 Stunden, na, lass es insgesamt 6 Stunden geworden sein. Nicht mal wahrscheinlich. Nicht zu vergessen habe ich übrigens auch hier nochmal so eine Brücke endlich mal gebaut, also eine relativ ordentliche Brücke. Erstmal kommen wir hierzu. Wir haben hier pro System, also pro Kies- und Sandeinheit, haben wir 406 Doppelkisten Storage System. Bedeutet 406 Doppelkisten Sand, 406 Doppelkisten Kies, wenn die einmal voll werden. Wir haben über, oder hier können insgesamt über 2,6 Millionen Items gelagert werden. Die passen hier rein. Das ist absichtlich so viel. Ich stand jetzt, lass es auf die 15 bis 20 Minuten hinkommen, die ich hier stehe bisher, wo wir hier noch ein bisschen was gemacht haben im Livestream. Und ich kann euch mal zeigen, was an Sand zusammengekommen ist und was an Kies zusammengekommen ist. Das ist jetzt nur aus einem Storage-Lager von zweien. 16 Stacks Kies. Und dazu haben wir auf der Seite hier nochmal ein extra Storage-System-Kies, weil das wird ja in 4 verschiedene Richtungen geballert. Also haben wir auch 4 verschiedene Storage-Systeme. Und hier haben wir ebenfalls nochmal Kies. Und hier haben wir auch, ja, 13 plus 2, 4 plus 3. Brauche ich nicht rechnen, oder? Was dazu dann auch noch kommt, sind die Sanderkenntnisse, was genauso viel ist. Es ist genauso viel Sand in der gleichen Zeit zusammengekommen. Hier kannst du übrigens dann per Fahrstuhl auch einfach hochgehen. Bist du oben angekommen? Passt perfekt. Hier haben wir dann noch 4 Doppelkisten. Einfach nur als Elytra und 3 Feuerwerksraketen, 3 Stacks. Damit ich im Prinzip, falls ich sterbe, trotzdem hier rumfliegen kann, wenn ich das möchte. Auch wenn wir einmal das uns von einer anderen Perspektive hier angucken, sieht man auch von hier, mashallah. Ich finde es ultra nice. Ich kann euch das Ganze in voller Aktion auch nochmal kurz von der anderen Seite zeigen. Let's go. Und zwar sind wir dann hier und so sieht das von hier aus. Wir haben hier die 4 Duper, die funktionieren ganz gewöhnlich. Der Chunkloader ist da hinten, lädt im Prinzip die Chunks ganz, ganz easy, ganz einfach. Diese Duper hier schmeißt im Prinzip den Sand da durch und dann kommt er so, wie er bei uns ankommt, an. Und dadurch, dass ich die Chunks in der Oberwelt lade, in der Endwelt lade und hier der Chunkloader die Chunks in der Oberwelt lädt, funktioniert das auch einwandfrei im Singleplayer-Mode. Ne, ich bin im Singleplayer, da brauchen wir uns keine Sorgen drum machen. An der Stelle würde ich sagen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche Sonntag um 16 Uhr hier wieder, wenn es im nächsten Part damit weitergeht.